vorgestellt. Endcase, die Vorschau Nummer 3. Use Door. Also da können wir jetzt hier weiter. Hier waren wir ja letztes Mal, haben unsere Uniform bekommen, die wir allerdings, glaube ich, noch gar nicht anhaben, oder? Die sah doch anders aus, ne? Gut, dann scrollen wir mal rein. Okay, da kommt Moving. The game world is large and divided into separate locations. Some places on which way may be principally or temporarily unavailable for visiting. Transitions between locations usually looks like doors in front of a target area, hatches or specialized marked areas if they are not blocked. Then just click on them and the character will open the passages and go further. Okay. Okay, die ist blockiert. Aber hier haben wir noch jemanden, mit dem wir sprechen können. Was hier noch? Da ist noch jemand. Margarita Tachenko. Talk. Gehen wir mal talken. The smell of good tobacco wafts off this tall, thick woman from meters away. A black lacquered pipe, an open logbook full of signatures and a metal flip calendar sit on the counter in front of her. A nameplate reads Margarita Tachenko. The woman smooths her coppery hair with one hand and casually lights her pipe. What can I do for you? Her voice is deep and gravelly. Na krass. Ask her for your personal weapon. Propose that you trade. Leave. Personal weapon. Mara sums back several pages in her notebook. I see this is your first time. Yep. She retreats to the shelves. Okay. Tachenko returns a couple of minutes later carrying something that looks more like a toy than a weapon. She places the old little device on the counter and spreads her hands. This is the Andromeda EP, same one they talk about on television. The Andromeda seems weightless as she spins it around one finger. I ain't telling you shit about this thing, because that's exactly how much I know. Laser smashers, cadmium battery, fiberglass body, blah blah blah. You probably know more about it than I do. Here. Say you are not good with energy weapons and need something else. Accept the firearm carefully with the barrel aimed downward like you were trained. Take the weapon in one hand, point it at Tachenko and declare this is my turf now. Grab the weapon and sling it over your shoulder. Say, accept the firearm carefully with the barrel aimed downward like you would. No, nimmer. Margarita drugs in her pipe and release of a puck of the yellow smoke. I see you know the rules. That's good. Ask about the weapon's drawbacks. Ask about servicing the weapon. Thank her and be on your way. The black regards the Andromeda successfully. Forget it. It is break. If it breaks, bring it back and I'll exchange it for another one. There was a little crack in the box it came in for cleaning the lenses. That's all I know. Tachenko bites down on the stem of her pipe. You're kidding me. I'm different bred. I'm one that doesn't understand toy guns. What if it turns out to be radioactive? Sorry, but I can't help you out on this one. Okay, dann ist das schon erledigt. Sign your name while you're waiting. Margarita ducks under the counter and comes back holding several battery packs. Batteries for the Andromeda. The ammunition allotment is intended for one mission. If you want more, put in a request with the bureaucrats. Learning over the counter, the black winds somewhere off to one side. Now it's time for your training. Wallaby is already waiting for you by the big gate. He's a little crazy, but a good man nonetheless. Okay. Große Tür. Ist das jetzt hier offen? Nee. Da können wir Vega Drinks Vending Machine nutzen. Dann haben wir noch was.
Ah, hier ist auch noch eine Tür. Die ist aber auch blocked. Armor Door, Use Door, locked. Ja. Sieht so aus, als ob ich jetzt diese Person da ansprechen muss, damit es weitergeht, oder? Machen wir das doch. An engineer in a bright blue jacket is tinkering with the door lock, cursing under his breath, non-stop blowing a curly strand of hair off his forehead. He turns to you. You are a newcomer, right? It's a proper open house today. He offers you his hand. According to his badge, this is Maximum Penkovsky, technician. The technician slaps the door with one hand. You'll have to wait until I'm done. Some orange jammed up the lock with chewing gum, just for laugh. They're like animals, those orange marking their territory. Asking whether he can open the door, ask about another route to the boarding area, leave. Penkovsky grunts angrily. I wish I could. I'm going to have a disassemble clean and reassemble it to get it working. It's work I don't need, and I thanks to some idiots. Maxim extracts a thin precision probe from behind his ear and dangles it in front of you. Thought there's another way. Do you want to learn something about picking locks? It's a useful skill in all sorts of situations. He looks at you expectantly. Reply that you'd like it to learn. The blue's getting excited. All right, okay, here. Back of the press is pick lock and an odd device resembling a hybrid screwdriver can open her into your hand. Using a mechanical pick lock is easy peasy. Thought they were out fast, while the old-fashioned kind is another thing entirely. That's a lot for a master. Maxim takes out another pick lock and crushes by the door. He gives you a quick lesson on how to pick a common lock. By the way, you can carry your tools in your belt. It's much handier to have them right there. Because it shows you his utility belt, where he keeps all kinds of tools and gadgets. Actually, finding tools inside the dome is no problem at all. There are even devices for hacking terminals. Maxim hoists up his belt. The blue solemnly raises his index finger. And one more thing, always use brand name stuff if you can. Groovy Products Good Kid. Modus and Supercolor 2, they've all got fat contracts with Kronos, so they care about quality. Say that you and be on your way. Thanks, nicht say. Okay. Das ist immer noch zu. Vega Trinkmaschine ist da auch noch. Und hier hat sich jetzt auch nichts geändert, oder? So, jetzt muss ich mal gucken, was ich denn Inventory, habe ich da jetzt was mehr gekriegt? Ach so, wir waren immer noch nicht angezogen, ne? Dann machen wir das mal gerade schnell. Das war nix. Das war ein Satz mit X. Das ist unsere Waffe. Wo kommt die hin? Okay. Das ist der Screwdriver. Der kommt da unten hin. Das funktioniert nicht. Okay, ich habe nur einen Platz da unten, das ist ein Dietrich. Da passiert nichts. Warte mal, was hier? Nee, war nichts. Okay, dann. Ja, die gehen da rein, ne? Mal zu. Closed doors and lockpicking. In the game, you can often find locked containers or doors that block access to certain rooms or entire parts of the location. Depending on the type of lock on the door, mechanical or electronic, you can use a criminal or device skill to break them. To do this, click right mouse button on the locked door, and in the list that opens,
Click on the corresponding options. Use of special items such as master keys significantly increases the chance of success, but as a rule you run out of them quickly. Additionally, you can break the door with high muscle, or if there is a feminine nearby, try open the door through it. Okay. Ich könnte mal die Tür untersuchen. Label practical and accept if it's put over the hit points 200, okay. Und was soll ich jetzt da? Ne, das wäre da. Door trapping. Door single shot. Door lockpicking. Das schaffe ich nicht, weil ich keinen Score dafür habe. Okay. Dann würde ich mal sagen, wenn wir das nicht so machen, dann machen wir das mal so und. Ja, irgendwie geht's nicht, ne? Dann. Locked. Ja, dann drehen wir mal um und gucken, was wir bei dieser Tür noch vielleicht machen können. Hitpoint 250. Ja, toll, da kann ich ja sowieso nichts machen, ne? Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal zur tollen Maschine hier. So, dann das Walkaway brauchen wir also auch nicht. Gehen wir nochmal nach Margarita. Danke, once a greeting without removing the pipe from her mouth. Just tell me straight away what you want to, so we can dispense with all the how are yous and phony smiles you can't so found out of. I prefer to get down business. Propose that you trade. Open the big black lookbook on the counter, why not? Take a look at the goods. Ah, da schau her. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir vielleicht noch nicht haben. Okay, ein Tucker. Das ist die Waffe, die ich schon habe. Das ist hier eine W207 Raven. Okay, ein bisschen Kohle hat sie dann noch. Airgun Powerlet. Munition und Weapon Power Cell. Okay, und das hier. Juge Bad Nightstick. Und das hier kann ich nicht. Der Tucker. Crowd Pneumatic Nail Gun. Hightech Weapon. Level 1. Bringt mir das was? Das ist die Frage. Melee Weapons. Ja, so. Airgun Powerlet. Contains preserved Carbon Dioxide. Okay. Ja, ich glaube, das brauchen wir auch nicht machen. Da kommen wir auch nicht mit weiter, ne? Er ist irgendwie doof gerade, ne? Kann ich mit ihm noch was anfangen? Alright, are you going to pick good luck? Cause if you are not, I need to get going on my repairs. Also ich kann das Lock nicht picken, sagen wir es mal so, ne, weil Ability Rank 05, Insufficient Ability Score. Wie kriege ich denn das hin? Da ist nix. Close die Box. Close die Box. Da ist wahrscheinlich auch nichts drin. Haben wir ja schon mitgenommen. Put the glass on the way. Ask my. It doesn't look close and mit.
Silver puts on research, there's nothing I can do about that. It's a result of the recent coast cremation order. Luckily, you can purchase these seeds from me at market price, but yeah, agree to trade, okay? Vielleicht finden wir hier noch was Schickeres, das ist natürlich machbar. Was ist das hier, eine 3D-Brille oder was? Super Color Gamma Teleglasses, okay? Black Wind Cap. Work Gloves. Gasmaske, Maske, what? Okay, das ist eine Kappe, noch ein paar Handschuhe. Und hier, was ist das? Ein Belt, okay. Was ist das? Sam, seinem Fish Snacks, okay. Desinfektant, Shovel. Die würde ich ja dann eher nehmen wollen, ne? Wo muss ich damit hin? White 1, Water 50, Water White 50, Two Conditions 100%, an ordinary spade. Accept. Und wie kriege ich das? Wallow 0, gleich. Accept. Decline. Weapons Armor. Ah, jetzt hat's geklappt. Sehr interessant. Sollen der Kosten hier eine Spaten? Steht nichts, ne? Basic Ability Cost 2 APs. Ja, und wie schließe ich das jetzt bitte schön ab? Ich habe nur 38 oder was und das kostet 50. Toll. Dann bringt mir das also nichts. All. Das ist 48. Ich habe nur 38. 37, das wird gehen. Ja, das ist jetzt hier schön, aber... Achso, das war 48. 41, 47 bringt mir alles nichts. Airgun, Powerlet. Canned Beans. Kohle genug. Handschuh. Bringt mir auch nichts. Hier kann ich mir noch eine Kappe holen. Die kostet aber schon 56, also kann ich mir die doch nicht holen. Die kostet 40, ich habe 38. Ja, ich glaube, das war's, ne? Ja, komme ich auch nicht weiter mit. Step away. Ja, da sind wir jetzt gerade mal so richtig doof unterwegs. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Locked. Examine Door, Hitpoints 200. Jetzt hatten wir den Akkuschrauber ja hier. Jetzt nehmen wir nochmal den Dingens, Dietrich.
Insufficient Ability Score, okay. Wie komme ich an den Rank? Gute Frage, ne? Sells fizzy drinks for advertised Aktion. Okay, super. Kann ich die auch irgendwie. Wacko Drinks Vending Machine Use. Brauche ich auch nicht. Er sitzt sich dahin. Voll cool, Alter, ey. Was haben wir denn hier noch so? Eine Falltür ist das zwar, aber hier ist nichts, ne? Ne. Kann ja auch nichts machen. Die kann ich untersuchen. Hitpoints habt ihr auch. Gut, dann sehe ich jetzt da wieder mal nicht die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Den Dietrich kannst du also auch vergessen. Okay. Keine Ammo. Okay. Das heißt, ich spreche nochmal mit ihr. Also, nee, das war close. Ich möchte traden. Take a look. Und diese Batteries sind für mich interessant. Hallo 264. Ah, ich nehme nur zwei mit. Accept, haben wir. So, nochmal ins Inventar. Crash Level Crash, High Tech Weapons, Energy Ram, Damage Crash, okay, alles klar. Ausgerüstet. Und ich kann da aber nichts machen. Tool required. Hitpoints 250. Tja. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Tür da öffnen kann. Jetzt kommt der Officer hier, oder was? Lock Door. Unarmed. Okay, ich müsste mal armen. Not enough ammo, das ist schon das Coolste überhaupt. Ach so, hier unten in Vault Drawing. Was kann man denn hier scannen? Tja. Action Points haben wir 5. Smash a door, force a jammed lever, quick a malfunctioning engine to life. Brute force can turn any situations around. Cooldown. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Ja, irgendwie ist es so ein bisschen complicated. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das macht mir gerade echt ein Problem. Und ich weiß nicht, wie es gehen soll.
kann auch nichts davon machen. Es funktioniert alles nichts. Ich kann auch keinen Scan machen oder sowas. Action Points 5. Unarmed. Das ist schon traurig, dass unarmed ist. Out of Ammo. Ach, der können wir laden. Ja, jetzt ballern wir sie einfach kaputt, die Tür, dann sind wir da gleich auch durch. Ist nur komisch, dass keiner was sagt, ne? Oh, not enough ammo. Zack. Reloading. Irgendwann sind wir durch, ne? Und dann sind wir out of ammo. Okay, jetzt sind wir rein. Amazing Inquisition to the Fabulous Golden Sands of the sonst was information interesting players from... Ah, alles klar, toll. Da geht's weiter. Research soon. Okay. Ja, tolle Sachen hier. Die Maschinen sind immer noch da. Passt. Janitor's Gear. Search. Können wir mal suchen. Macht vielleicht Sinn. Finden wir was? Piece of Clothes. Können wir nehmen. Take all. Gehen wir mal da ein. You see all science is in a white lab coat, bathed in the light of a dozen lamps. He seems to hover above the laboratory floor. The man turns at your footstep. He's holding a notepad and a pencil. His shimmering badge reads Sebastian von Ulden. He glances from you to the expensive looking watch on his wrist. I want us to respect one another's time. Please speak clearly and to the point. You must be the newcomer I was told about. Nice to meet you. His unusual greeting finished. He offers you a thin hand. Greet him and say that you are here for your briefing. Ship the greetings and ask him to train you as quick as possible. The scientist puts a table inside, raises his watch to his face and sets the timer. He pulls a portable computer from his lab coat. I will demonstrate this only once. To switch on the scanner, press the button on the right side of the housing. The scanning beam is narrow. It's intended to focus on one of objects at all time. Foreign turns on the scanner and continues. My advice is to scan anything that might be of scientific or statistical interest. Relics, forefathers, objects, automatic doors, cars, vending machines, employees, corpse. He turns the screen so you can see it. The scanner automatically transmits data to the Minerva system. For each piece of uploaded data, you receive points that can be exchanged for scientific equipment, clothing, medicines, and other items. It's an incentive system for employees. Button on the stopwatches, so my oral briefing fell within the allotted span of time. The next stage is hands-on training on our simulated Echo Zone.
Oh, das ist nur Lesen, ne? Das ist überhaupt nicht meins, ne? Ich bin nicht so der Typ, der so viel lesen möchte. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. You rest one finger on the button and preparing the start timer. You're going to go downstairs and scan. Will be monitoring your progress. Please note there are several radioactive anomalies. It goes on. These are the same conditions you'll be working in. Radioactive suits and relics are as common. Okay. Use anti-red drugs to protect yourself from radiation. Which ones you asked? Rat 3, for example, if you end. Ja, das ist ja jetzt ganz toll. The scientist will match us with them. Toll. Toll, toll, toll. Rat 4. Continue and one more thing can. Ja, toll. Anomalies, toll. Ja. Jetzt können wir da reingehen, ne? Ja, einmal Rundgang machen oder was? Bringt mich das irgendwo hin? Na, da steht einer. Ach, das ist er. Ach so, ich muss jetzt erstmal scannen. Ja, toll. Ach, da kann man auch runtergehen, alles klar. Scanning. Ja, toll. Scannt er auch. Noch besser. Und dann? Ja, super. Ich habe ihn nicht da lang geschickt. Voll cool, oder? Schon gedacht, dass das schief geht. Tja, dann kannst du mal wieder hochgehen hier. Nicht wirklich was gebracht, ne? Außer dass wir einen gewischt gekriegt haben oder so, ne? Wo ist er denn jetzt hin? Der war doch gerade eben noch hier, oder? Da steht er. Okay. Das ist der Putsch. Not bad. One question. You observed several anomalies while scanning. In your opinion, why did they appear? White wing formulate hypothetic based on the scanner beam's wave structure. Stand is in room as supervisor, superior expression. I knew you come up. Also, das ist schön. He glances at the shimmering globe light and the cone. Soon the screws as we don't know the reason for this. Toll, Sebastian points a thin finger at the clustered lightning. Personally, toll. The white gaze straight back to his table. You may go. I'll tell Dean you passed the briefing. Okay. Super. Toll. To the lobby. So, das haben wir erledigt. Und jetzt können wir da mal gucken. Die Tür geht ja jetzt auf, oder? Lockt doch nicht. Geht doch nicht auf. Also da sind wir hergekommen. Waiting Area. Ne, da sind wir hergekommen. Okay. Und Assault Course. You try to open the door to the training ground. There is a running bus.
Instructor behind the counter throws angrily at you. No one enters the training ground without me, my say-so, and I didn't say so. Come here, employee. Ach, da ist er. A middle-aged black is sitting here with his hands in his lap. His shoes are polished to a shine, the buttons on his uniform twinkle in the light, and even his badge, Winston Botherby Instructor, has been buffered so much it hurts. Super. Says that you are here to survive military training. The black glances up at you. Yes, I see you came here with your weapon fully prepared to disappoint me. You are ready, aren't you, employee? Yeah, I've been ready. Botherby steps aside, making a pass to the door. Take the elevator to the training ground. The condition of the training ground closely simulated. Yeah, super. Pulling a notepad from his pocket, the instructor joins down your name. Your goal is to hit 3 targets. I'm going to monitor you and advise us. Yes, sir. Step away, let him go, shout, sir. Yes, sir, and go. Mhm. Super, oder? Das ist der Elevator. Preparing for combat, proceed. Toll. The following text loads from a small under-diver. Sherman System Alpha Squad enters the battle. Proceed to the training grounds. Zack, encounters. Keine Ahnung. Ich bin jetzt da, oder? New round. Geht nicht. Schon wieder keine Ammo oder was? Ach, ich stehe davor, okay. Not even action points, alles klar. Ja, end turn. Ich hätte vielleicht in Deckung gehen müssen, ne? Hm. Toll. Man hätte mir auch sagen können, dass ich hier da bin, oder? Out of range, okay. Out of range, out of range. And turn. Mhm, die können mich treffen, aber ich die nicht. Auch sehr interessant, oder? New round. Den habe ich auch erwischt. Out of range. Gehen wir da hin. Oder besser da hin. Da komme ich nicht hin. Ich könnte mich mal ducken, geht das? Hm. Machen wir mal so den Weg hin. Cover. Ich glaube, der hat schon geschossen da drüben. Jetzt bin ich out of range, okay? Und? Geschafft. Okay, das funktionierte soweit. Wo ist er jetzt? Achso, wahrscheinlich hier, Anna. Da muss ich da hin. Und quatsch den nochmal an. Will there be not friendly? You made it through the briefing without making a total fool of yourself. Congratulations, I sent a report up the chain about you. Completely unantictable success. You're dismissed, employee. Ja, super. Und jetzt? Jetzt geht's weiter. Und zwar hierhin. Geht das? To waiting area, okay. Waiting area. Und hier ist da jemand, den wir anquatschen können. All told, one man in his family stood the brim of his black cap, then sent his hand for a shake. His fingers are strong, hard.
The badge on his broad chest reads Adolf Schmitz, head of security. Schmitz is studying you back, disproving it seems. He wipes a bit of lint off your shoulder and adjusts the collar of your overall. Your uniform could use a wash too bad. I'm Adolf Schmitz, head of the security service. You were to be sent to Magellan, but the situation has changed. The black nods toward the door behind him. I've got an urgent order for you. Your help is needed at the nearby object. Mr. Kingsley is waiting right now to give you your assignment. He'll tell you everything himself. Adolf steps aside, glancing down at your board. His head, agree and proceed to the guardroom. Die ist locked. Und hier gehen wir jetzt an den Dingens. The giant display glows below me when you approach. A red light comes on under the sequence screen. The camera has switched on. A grey old man with high cheekbones appears and screamed out at you from the screen. Do you copy? He leans close to the camera, his glasses glittering. My name is Martin Kingsley, I'm chief officer of Magellan Base. I would have liked to meet you in person, but I was delayed by unfortunate. One moment, I'll grab your file. He reaches for something outside the screen and brings it in. Your name on the cover interview, apparently your file, and Kingsley opens the folder to thumb through the pages. Und sonst? Keine Ahnung. Habe ich da nicht gedrückt? He marks one of the pages with a pencil, sidesteps a question. For our science division, and I find the people intriguing as well. I shouldn't ask that. Sidesteps a question, right wing. The right wing confesses that you are attracted by the dark secrets of the... Right wing shrug, you are a doctor and must make yourself available. Komm, das erste fertig. Martin traps his pencils on the desk, considering what to write. I'd like to believe that your understanding of your mission includes more mundane down at to earth dust as well. Super. Ja, so mal was waschen. Ja, toll. You can make out his eye behind the glass. Okay. Kingsley pointed at the camera, putting the folder aside. I'd know so quit the ticking of a clock. You were probably waiting for some boilerplate welcome speech, but I prefer to talk about real world problems. Glad to meet you. Say that you say. So are you. Smirk meaningfully. Say that so are you. Apologize once again for this. I'd like to get the point. I'm going to show you a short video. Please pay attention. Continue. Shadow of an airplane flies across the Philadelphia. Okay, super. Watch. Keine Ahnung. Continue. Ja, okay. Ich denke, wir sind jetzt erstmal soweit. Wie ihr seht, ist dieses Spiel zu 90 oder vielleicht sogar 95% aus irgendwelchen Texten lesen, wo ich jetzt wirklich sagen muss, das ist nicht meins. Ich hab sicherlich gerne eine Story, aber wenn ich nur lesen muss, dann kann ich auch ein Buch nehmen, da brauche ich kein Computerspiel. Das ist so ein bisschen jetzt das, was ich dazu sage. Es sieht natürlich nicht schlecht aus, das Spiel. Die Idee dahinter steckt, ist vielleicht auch ganz nett, aber nee, es bringt mir jetzt nicht so wirklich, das weiter zu testen. Ja, ich bin jetzt, also das sieht ganz schick aus, finde ich richtig cool, aber ich möchte nicht so viel lesen, das ist nicht so meins, wie gesagt.
Trucks, ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir hier noch mal nächstes Mal gucken, was wir hier noch machen könnten. Und doch, wir können raus und ja, wir können in die Weltgeschichte. Usen wir den noch mal gerade, gucken, ob da was geht. Driver side doors half open. Continue. Ask now what to know about seats where much where. Ignore Claire. Introduce yourself. Continue. Claire slams the door shut and grins. Continue. You can't work out exactly what Claire likes. Super, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir ins nächste Feld. Aber wir fahren sogar noch weiter. Goes Gas Station. Okay, da tanken wir jetzt auf, oder was? The Dome Meteorological Bureau was wrong. On the North Highway you were overtaken by a strange, friendly, glowing storm. The truck stalled and soon after the screen of your carriers went black. Then quickly as it ended, the red lizard went actually your very first mission began with an accident. A bad sign. Gut. Gas Station. Super, jetzt fängt sie an, oder was? Ich hab's nicht klar. Open the hood and steps back from the steaming radiator. Here we go again. Ja, super. I will fix it and but it would be better for us to find some protection. Ja. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir diese Geschichte schützen, oder wie sehe ich das? Wo ist denn die Anomalie? Das ist jetzt die Frage, ne? Der läuft ja überall lang. Hier ist irgendwie ein tolles Zeichen. Wo ist hier wer? Das ist die Frage, ne? Was ist das jetzt hier? Ach so, ich bin schon leicht beschädigt sozusagen. Können wir hier was scannen? Da ist Ende, ne? Da sind wir reingekommen, deswegen geht es auch nicht weiter. Hier geht auch nichts. Turret. Who the hell is there? Wo war denn der Typ? Hier ist niemand, oder? Ach doch, da. Sitting in front of the checkout terminal and the badge on his blue jumpsuit is long since bleached away the name around. Ja, toll. Ask the old man if he knows. It's one out or sometimes look. Okay. So, das bedeutet, wir müssen zur Tankstelle rüber. Die ja wohl hier ist, ne, oder? Er kommt.
Warte mal, nicht so weit laufen. Erstmal das hier untersuchen. Locked. Okay, habe ich aufgekriegt. Und wo soll ich jetzt was suchen? Book Search, okay. Nehmen wir mit. Nothing. Und take all. Da ist auch noch was. Das nehmen wir auch noch. Da ist auch noch was. Ne, da geht's runter. Oh. Und das ist wieder, das hat kein Look gekommen. Okay, egal. Und hier ist die Party. Wo bin ich jetzt? Da. Tokyo Search, okay. Ah, das ist voll doof, ne? Komm, entern und fertig. Ah, da ist schon einer. Wusste ich gar nicht. New Round. Okay. Keine Nummer. Not enough ammo. Super. Neue Runde. Jetzt habe ich ihn kaputt, oder? Not enough Action Points. Alles klar. Ziehen wir uns zurück. Jetzt kriegen wir einen. 10 Punkte und wir sind tot. Tja, das war's. Aber da fängt es an, interessant zu werden, ne? Oder wie ist das? Hm? Ja. Da waren die Bösen. Die hätten wir dann kaputt machen müssen. Haben wir aber leider nicht geschafft. Keine Ahnung warum. Was wir hätten besser machen können, ist die Frage. Ja, Einblick finde ich ganz gut. Haben wir gehabt. Wie gesagt, textlastig ohne Ende ist nicht meins. Das, was ich jetzt gerade gesehen habe, hier mit rundenbasiert etc., das finde ich ja ganz cool. Das mag ich ganz gerne. So wie XCOM und so weiter. Das ist eine coole Geschichte, aber... Ja, das war jetzt Teil 3 von der Vorschau. Sind wir durch. Signal Therapy oder wie das auch immer hieß, musste warten. Werden wir dann in der nächsten Runde machen. Ja, wem sowas zusagt, ist es bestimmt cool. Kann man ihm nur empfehlen. Aber man muss erstmal sehr gut Englisch können, um das alles zu verstehen. Man muss Lust haben zu lesen, um die Story zu verstehen, damit es weitergeht. Ja, und dann... Sag ich mal, ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man da Bock drauf hat, ne? Also insgesamt gesehen, wenn ich jetzt so das letzte wieder sehe, wo wir draußen waren, dann ist gut. Das erste war vielleicht tutorialmäßig so ein bisschen schlecht. Man müsste es einfach mehr testen sozusagen, aber für eine Vorschau jetzt erstmal nicht. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Projekten auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen, schreibt mal was dazu, was ihr davon haltet und wir sehen uns in den nächsten Projekten. Bis dann, ciao!